Hallo und willkommen hier, Einbrecherkönige. Hier sind wir bei Paths of Exile. Und wir sind hier mit einer neuen Figur, mit der mutigen Martha, hier im Heist-Event unterwegs. 10 Tage lang ununterbrochen heißt für uns einbrechen. Ja. Und damit wir hier nicht so ganz allein unterwegs sind, haben wir uns hier den kleinen Gischtkönig hier zu Hilfe genommen. Er ist allerdings noch ein Lehrling. Darum haben wir uns ein erfahrenes Gaunerhuhn dazu genommen, nämlich Nugget, unser kleiner gefiederter Mafia-Boss. Ich denke mal, das wird uns unten in den diversen Kellern, in die wir einbrechen müssen, helfen. Keiner kennt sich da so gut mit illegalen Sachen aus wie Nugget. Also wollen wir mal hoffen, dass wir hier da gut durchkommen. Die mutige Martha ist mal was anderes. Hat erstmal einen ziemlich stark leuchtenden Bogen. Naja. Und ist jetzt eine ganz neue Klasse. Habe ich hier mal ausgesucht zum Ausprobieren. Ist eine Bogenschützin. Also Weitläuferin. Die hatte ich bisher noch nie. Spezialisiert natürlich dann auf Pfeil und Bogen natürlich. Wir haben ein bisschen Grundausstattung hier mitgekriegt, weil wir starten diesen Event, sowie auch den vorigen, bei Null. Wir haben absolut Null Erfahrung, wir sind Stufe 1, also absolut von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Wir haben nur die Minimalausstattung hier mit ein paar kleinen Gläschen. Wir haben 2 Aufträge für den Anfang bekommen. Immerhin haben wir 40 Identifikationsrollen, das ist ja schon mal was. Und wir haben ein bisschen Grundausstattung bekommen. Das ist einmal hier ein Bogen. Der ist also bei Start schon mit dabei. Das ist bei jeder Figur so. Also nicht an einem Bogen, sondern die haben unterschiedliche Ausstattung, damit man überhaupt anfangen kann. Man hat schon mal 2 Gemmen, die man bekommt. Und man bekommt auch ein paar Punkte für den Fertigkeitsbaum. 3 Stück, die kann man dann schon mal verteilen. Damit man nicht komplett wehrlos da in den ersten Einsatz geht. Lebenspunkte sind 75, also ziemlich mies. Also wir starten wirklich bei absolut nichts. Ich bin mal gespannt, wie sie das hier dann mit dem Leveln so gemacht haben, weil normalerweise steigt man mal heißt. Genau, startet man mal heißt nicht mit Level 0, mit absolut 0 Leben und alles. Was ist denn da? Ich will es gar nicht wissen. Sondern mit ein bisschen mehr Erfahrung, mit besserer Ausrüstung und mit viel besseren Skillpunkten. Wir starten hier mit nichts. Und das ist aber auch mal interessant, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe hier so einen Leuchteffekt auf diesen Bogen gelegt, den hatte ich noch irgendwo in der Truhe. Oh, meine Zwillingsschwester. Hi. Du hast zugenommen. So. Da wir hier ganz neu anfangen, müssen wir auch mit jeder Figur auch nochmal quatschen. Ja, der Vogel. Genau. So, die gibt uns. Genau, die gibt uns unsere Mission. So. Haben wir noch irgendeinen hier, den wir anquatschen müssen? Genau, hier. Tolina, die Fassadenkletterin. Die habe ich eigentlich immer ganz gern dabei. Dann haben wir hier Hack, den Klopper und den ganz großen Klopper-Tipps. Mit seinem kleinen Hämmerchen. Was hat der denn dabei, ey? Hier haben sie aber auch wieder alles rausgeholt, jetzt kurz vor Weihnachten. Ich glaube, hier gab es irgendeinen Sale oder so. Das ist alles, ist mir zu schrill, muss ich sagen. So, hier haben wir noch unsere komische, Ingenieurin. Ach ja, und hier haben wir noch Nenet, die Kundschafterin. So, und hier haben wir dann noch Karst, den Schlossknacker. Den habe ich auch mal ganz gerne dabei. Das ist ganz nützlich. Ingenieurin, da bin ich mir nie so sicher. Den kann man übrigens auch im Kampf noch benutzen. Hier haben wir noch was. Ja. Jana, die Verkleidungskünstlerin. Hey, good looking. Huh. Hallo Süße, sagt sie sogar. I worked Stella at the Chiss Theater back when you could leave your house without being followed by Templar secret police. I was diesmal allerdings neu, muss ich sagen. In an Axiom tragedy, I played Diala, the Gemling Queen. In Purity. Und was hat die für eine Macke? And the Fair Lady Mervale. In Dresso and Mervale, for which? Okay. Break a leg. Das kann die. Die hat 10% verringerte Kosten für den Grundriss. Täuschung, Wahrnehmung, Taumaturgieabwehr. Okay. Videri, der Entschärfer. Fallentschärfen, okay.
Dann haben wir hier Niles, der Vernehmer. Der ist aber auch neu, muss ich sagen. The name's Niles. I'm the resident thought extractor. Don't got much to say. Gedankenextraktor. Hört sich nicht schön an, sowas. Traumaturgie, Abwehr und Täuschung. Aha. Kann auch der Abriegelung von Protrakt eine magische Truhe entriegeln. Mhm. Also wenn schon alles abgesperrt ist, kann er trotzdem eine Truhe aufmachen. Okay, das ist ja normalerweise nicht möglich. Da muss man gucken. So, ich bin erstmal gespannt, wie das überhaupt funktioniert. Da unten. Jetzt haben wir dann vier Aufträge dabei. Bunker, Urne von Farut. Da brauchen wir einen Ingenieur. Und dann haben wir müssen eine Statue klauen, da brauchen wir Brachialgewalt. Okay. Beides hat doch Stufe 1. Also auf Stufe 1 habe ich sowas noch nie gemacht. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Was sollen wir machen? Ingenieurskunst. Ja. Yes. Machen wir mal einen nach dem anderen. Versuchen wir mal das. So. Die sind erstmal noch umsonst, weil wir haben noch gar keine Kohle. Normalerweise müssten wir ja auch Kohle haben dafür. Das können wir uns also hier jetzt noch aussuchen. Die hat eine erhöhte Zeit vor Abriegelung. Für jetzt aber mehr Anstieg der Namenstufe, okay. Hier kriegen wir mehr Erfahrung. Sir. Ich glaube, das können wir am Anfang am ehesten gebrauchen. Je mehr wir aufsteigen, desto besser. So, dann gehen wir mal mit unseren beiden Begleitern. Hello. Die können wir Aufträge kaufen. Okay. Well. Das Siegtum der Abdrünglingen. Die haben wir noch nicht verdient. Ist auch Stufe 1 alles. Okay. Gut, das ist zumindest angepasst. Remain vigilant. Jawohl. So. What do you say? Strike hard, strike true. Get out. Got it? Ja, der ist so ein bisschen ein guter Kämpfer. Damit sind es um den keinen Kopf machen. Und er kann es auch den Rücken frei halten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Stehlt den Zielgegenstand. Das ist natürlich unsere Aufgabe. So, wir können hier schon mal auf die Karte gucken. Im Gegensatz zu sonst ist die Karte hier aufgedeckt. Wir können schon mal schauen, wo wir hin müssen. Okay, jetzt ist sie nicht sehr groß. Das haben sie also ein bisschen kleiner gemacht, das Ganze. Hier ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Also erstmal zum Üben und da oben haben wir unser Ziel, wo wir hin müssen. Okay. Mal gucken, was ich da für einen Pfeil überhaupt abschieße. Jetzt haben wir wieder so Wachen, die rufen. Stehen bleiben! Natürlich bleiben wir dann auch stehen. Klar. Guards, get in position. My mana is gone. Oh, das war relativ schnell fort. Was haben wir denn hier? Das ist der normale Angriff. Was sind wir denn hier überhaupt? Ah, da brauchen wir gar nicht hin. Okay, dann macht sie nicht viel Schaden. So. Oh, die materialisieren hier, das ist ja fies. I'm still breathing, that's a good sign. Ich atme doch, das ist ein gutes Zeichen, ja. So, ihr zwei, was sagt ihr bisher dazu? Ja. Nein, hier gibt es keine Salami-Brote. Vielleicht klauen wir welche, ich weiß noch nicht. So, gucken wir mal. Dann können wir nochmal ein Pünktchen vergeben. Unsere Lebenspunkte sind ganz schön mies. Angriffsschaden wäre nicht schlecht, glaube ich. Aber ein bisschen mehr Projektilschaden wäre auch nicht übel. Wir haben aber verschiedene Wege, die wir gehen können. Hier geht es mir ums Ausweichen. Und hier machen wir mehr Schaden. Ich mache erstmal mehr Schaden. Würde ich mal sagen. So, was zaubert er hier Schönes? Elementarschaden, wie der steht hier und Chaos. Der hat's gut. Lebensregeneration haben wir noch keine. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen hier echt aufpassen. Secure.
Aber wir können ja unseren Kollegen hier erstmal alleine kämpfen lassen. Der schafft das schon. So, ein brennender Pfeil. Wie viel Schaden macht der? 83,7 mit Feuerschaden. So, hier. Got a fight on our hands. Das war fies. Security inbound. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir unten drauf gehen, müssen wir von vorne anfangen, dann ist der Einsatz nämlich weg. Das ist das Risiko, was man hier hat in diesem Level. Wenn man geschnappt wird und man geht drauf, war's das. Ein Treibholzzepter, das ist, ja. Der Loot ist natürlich jetzt auch hier ziemlich mies bisher, weil wir sind ja eben auch ganz am Anfang. Wer kommt da? Wir sind's nur. Ach so, ja. Diese doofen Fragen. Nur. Ja. Security inbound. My mana is gone. Haben wir hier eine Rolle? Who goes there? Greift natürlich auch immer mich an. We'll have to wait a bit longer for this meal. Die ist aber auch recht sarkastisch, okay. Was haben wir hier? Ein gesichertes Schließfach. So. Machen wir hier vielleicht doch mal noch ein bisschen was Defensives. All yours. Don't need it. Einfach Bogen. Die werden wir natürlich nicht verwenden. Kann man zumindest verkaufen, weil den ich habe, der ist eigentlich schon ganz gut. Muss man sagen. Ach ja, die kann man ja gar nicht identifizieren. Das kann nur unser Typ da oben. Das ist während des Einsatzes, können wir da leider nichts machen. Das können wir mal ein bisschen sortieren trotzdem hier. Eine automatische Sortierfunktion haben wir ja immer noch nicht in diesem Spiel. Vielen Dank. Schimmel der Vorsehung. Zack, ein Fallköcher. Den haben wir auch mitgekriegt. Also der bei Martha schon mal Geburt dabei. Sozusagen. So, mal gucken. Da könnten wir rein. Oder hier hinten. Oho. Da steht natürlich einiges rum. Das ist gewagt. Okay. Doch, machen wir es, würde ich mal sagen, weil wenn ich wage, der nicht gewinnt. So, lass sie kommen. So, den hat der Kollege erledigt. Die greift natürlich immer zuerst mich an, ist das fiese. Trauen sich nicht raus hier. Hm. Ich könnte Nugget vorschicken, aber ich glaube, die traut sich nicht. Nee, das ist wie eine unsichtbare Tür und kommt hier nicht durch. Oh, der ist gefährlich. Da muss man aufpassen. Aber wenn wir den in das Schwert unseres Kollegen hier locken. Plain. Good. Ja, den mag ich, der redet nicht so viel. Gods, get in position. My mana is gone. Good. Lead the way. So, haben wir noch einen? Ja, ne? Tomatogenoffizier. Gut, den haben wir erledigt. Oh, toll. Das ist auch nur Loot. Ja, gut, wenn wir die jetzt aufmachen, dann macht es gleich Wimmelimmelim, aber gut. I'm under attack. Ja, ich auch, du Vogel.
Ich würde sagen. Und ich habe nur ein Leibchen an und keine Rüstung. Vielleicht einen gepanzerten Wüstenhalter vielleicht oder sonst. Ach, hier ist noch so ein Vogel. Zum Glück hält der auch nicht so viel aus. So. Können wir jetzt mal reingucken hier. Okay. Flomp. Ja, das ist doch mal was. Das nehmen wir mal alles schön mit hier. So. That would only slow me down. Das ist was zum Verkaufen. Den hier. Da kriegen wir ein bisschen mehr für. Müssen wir natürlich gucken, dass wir diesen Gegenstand mit klauen müssen. Natürlich auch noch hier reinkriegen. Wenn wir hier zu viel mitnehmen. Die können wir auch noch mitnehmen. Ist zwar nur magisch, aber am Anfang haben wir ja nichts. Deshalb sind magische Gegenstände für uns jetzt noch gut. In späteren Level, dann sagt man, pfeife ich drauf, aber wir haben ja nichts anderes. Deshalb wären selbst magische Stiefel jetzt für uns super. Aber momentan, wie gesagt, wir haben nicht mehr eine Rüstung. Wir haben magere 91 Lebenspunkte. Also wir müssen echt aufpassen. Die Tür da nochmal bewegt. So, kommt, Gesellen. Weiter geht's. Brüche von diesen Wachen. Bewegt euch nicht! Ja, okay, ich bleib stehen. Kein Problem. Moment. Ja. Ich weiß. Ich bin illegal hier. Ich bewege mich nicht. Ist okay. Ja, auf damit Illegales zu tun. Ja, okay. Entschuldigung. Huck, der Soldat. Huck, der war tot. Ja. Huch, komm. Nee. War das. Entschuldigung, das, den hast du gar nicht gespürt, den Pfeil. Oh. Hilfe, 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 Hilfe. Glaub mich. Gut. Lead the way. Den haben wir schon mal. Das ist unser großer Tresor, da müssen wir rein. Und dann geht's ans Eingemachte. Guards, get in position. Gut. Den haben wir auch. I see you. Ich dich auch. Erstaunlich. Hier sind auch Kerzen. Ja, gut. Okay. So, dann müssen wir gleich nur sehen, dass wir hier wieder rauskommen. Aus dem Gedöns hier. Weil dann müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Sobald wir das hier gemacht haben. Hier haben wir noch Wachen drin. Eyes on the target. So, Dieb ist gut. Hier haben wir noch einen Panzerschrank. Das ist ein normales. Na ja, gut, was wir haben, das haben wir, ne? Das
Das nimmt zu viel Platz weg. Nee. Lassen wir das. Das ist eher gelump. Wir haben nicht mehr so viel Platz hier. Wir müssen das Ding hier noch mitnehmen. Die Urne von Farud. Warum immer die wir klauen sollen. Wir klauen sie jetzt. Die haben sie, okay. Also jetzt raus hier. Oh, shit. Oh, fuck. Hier habe ich aber komplett festgesteckt. Okay, da war ich jetzt selber schuld, weil ich auf die Karte geguckt habe und nicht gesehen habe, dass ich festgesteckt habe. Also der Einsatz war für den Arsch. Gut. Kommen wir jetzt komplett nochmal von vorne anfangen. Die ganze Loot ist weg. So ist es dann, wenn man hier unten drauf geht. Dafür haben wir allerdings unsere XP behalten. Also wir sind jetzt nicht wieder auf Stufe 1 zurückgefallen. Also, boah, hier stehen so viele Leute. Sieht die überhaupt nicht mehr. Greetings. So, fangen wir nochmal von vorne an. Hier brauchen wir Brachialgewalt. So, dann können wir Tipps den Riesen nehmen. What's the job? Dann fangen wir mit dem mal an. So. Blöd ist natürlich da die... Just harmless nerves. Der immer so nervös ist. Dass die Dame natürlich wieder Rüstung oder sonst irgendwas hat hier. Gehen wir natürlich auch unheimlich schnell drauf. Ja, bleibt da einfach so stehen, das ist gut für mich. Heads up. We got trouble. You're mine. So, jetzt sind sie mir aufgestiegen nochmal. Bleibt hier einfach da stehen. Hier haben wir nochmal einen Auftrag bekommen. Komm, ja, genau. Hau einmal mit dem Hammer drauf. Was ist hier los? Should have ignored the noise, mate. Wow, der springt. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. So. Mhm. Geht's denn hier hoch? Okay. Oder hier hoch? Machen wir mal was, damit wir, wenn wir treffen, ein bisschen mehr Schaden machen. So zum Beispiel. Oh. Hatte ich irgendwo? Irgendwas? Hier. Meine Sphäre. Naja, das ist nicht magisch. Brauche ich jetzt gar nicht mitnehmen. Nehmen wir mal hier. Oh. Da kann sich Tipps erstmal umkümmern. Ich gehe mal so lang woanders hin. Ah, das ist ein großer Junge, der schafft das. Ein kleines Lebensfläschchen. Ich glaube, ich brauche mehr davon auf jeden Fall. Blöd ist natürlich, ich kann sie nicht benutzen, weil, ja. Ne, muss identifiziert werden und das kann ich nur oben. Also ich muss ja auf jeden Fall rauskommen aus diesem ganzen Dings. Und wenn ich jetzt hier rausgehen würde, ist der Einsatz vorbei. Also ich muss das beenden. Ich kann jetzt nicht einfach nach oben gehen, raus aus dem Ganzen wieder anfangen. Also wenn man Heist spielt und hier unten drin ist, ist man auch ja, auf Gedeih und Gederb damit gefangen und muss es durchspielen. Das ist ein normales, ne? Mana-Regeneration haben wir zumindest. Aber auch irgendwann Lebensregeneration. Ey, das geht dann auf die Nerven. Also wenn man anfängt mit Figuren ganz neu, ist das immer ganz nervig, dass sie erstmal überhaupt nichts haben. Also
Hier ist meine Reservierung. Müssen wir gucken, ob ich irgendwo noch Leben kriege hier. Zauberschaden. Okay. Schaden mit Bögen. Hier wird es interessant. Aspekte des Adlers. Ich wollte aber fürs Leben hier mal Mana. Hier mal nochmal das Leben. Mit tollen Familien. 2 Leben sind pro Sekunde. Okay. Gut. Schauen wir mal, was gibt es hier Schönes. Okay. Wo ist unser Ziel? Da hinten. Gut. Wir können aber mal hier gucken, was so gibt. Machen wir kurz das Türchen auf. Ja. Geht auch. Ja, so. War's das? So, wenn wir die aufmachen, kommt noch jemand, ja. Okay, die sind weg. Eine magische Plattenweste, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben ja nichts. Sonst ist hier auch nichts, ne? Nee. Keine Kisten, Truhen. Irgendwo ich noch Wachen marschieren. Hier stehen nämlich auch wieder so ein paar Vögel. One beer, Jeff. Oh, I don't think so. Hey, Tom. You got trouble. Oh, ich habe ihn getroffen. Er brennt. Das war nur so zum Gucken. Die ringen immer spät. Gut, den hat er einfach umgetreten. Auch nicht schlecht. Not too shabby, mate. Oh ja, immerhin. Hier haben wir noch einen Eisenhelm. Plattenweste. Das Schild nimmt nicht viel Platz weg, ne? Na, ist auch egal. Wir werden ja sowieso nicht so viel verbrauchen. Nehmen wir zumindest schon mal einen seltenen Eisenhelm. Das ist alles magisch. Der ist auch selten. Wir dürften noch was für kriegen. Wenn wir das hier überleben, natürlich. Kann auch sein, dass wir gleich wieder drauf gehen und dann war's das. Hallo. Schieß ihn mit dem Rücken und er ruft noch. Was ist los? Stopp! Mein Gott! Warum macht ihr denn sowas? Alter. Das ist schon lustig. Komm, hau ihn nochmal. Okay. Das sieht mal lustig aus. So. Okay. Einfach mal kurz durch, ohne anklopfen. Hier ist noch jemand. Hier sind auch noch welche. Was haben wir hier für eine Vitrine? Die goldene Statue von Matlatl. Ja gut. Man muss, wie es auch sein sollte, die bleibenden Werke derer bewundern, die vor uns kamen. Ach, diese Wahl wieder. Naja. Ja, die Wahl hat immer die Qual hier in dem Spiel. So, mal gucken, ob wir jetzt hier rauskommen aus dem Ganzen. So, und auf Wiedersehen. Ja, danke, Freunde. Es war schön mit euch, aber es ist doch auch irgendwie ein bisschen langweilig. Deshalb gucken wir uns gerade mal woanders um. Voila, die Waldfee. Ah, die Tür ist versperrt. Wir müssen ihn jetzt natürlich die Wachen vom Hals halten. So. Ist nichts raus hier. Ich will weg. Raus. Uff, geschafft. I'm coming home with the goods. So, ab nach Hause. Und so, ist die Mission geschafft. Ach, sie ist so schön dekorativ hier.
So, eine misslungen und eine haben wir geschafft, immerhin. Oh Gott, hier kriegen wir einen Augenschaden. Gut. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Lustiger Vogel, ey. Hier ist erstmal das Ding. I'll get it where it needs to go. So, da haben wir unseren ersten Sieg Nummer der Abtrünnigen verdient. Das ist unsere Währung hier. So, das ist ein normales Lebensfläschchen. Das können wir jetzt benutzen. Das auch. Gut, dann können wir eins verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Die Dinger hier sowieso. Brauchen wir auch nicht. Und dann kriegen wir auch mehr Kohle dafür, wenn wir die hier so anbieten. Also mal gucken, was wir hier von was gebrauchen können. Kältewiderstand, Feuerwiderstand. Hi. Haben wir ja voll die Auswahl. Gibt uns Rüstung. Soll ich die behalten oder verkaufen? Folterspitze, alten Helm. Der gibt uns Treffergenauigkeit plus 5 zu Leben. Wow. Feuerwiderstand und ein bisschen, ja, Blockerholung. Bei ihm ein kleines bisschen Feuerwiderstand und wir haben ein bisschen was zur Treffergenauigkeit. Und noch ein kleines bisschen Leben dazu. Dann nehmen wir den Helm mal für uns. Ach ne, geht jetzt hier nicht. Müssen wir ja verkaufen erstmal. Eine von diesen Rüstungen. Oh, naja. Kältefeuer. Da sind zumindest zwei rote verbunden, aber brauche ich rote? Eigentlich nicht. Naja, verschärfen wir das erstmal. So. Return soon, yes? Good luck to you. Dir auch viel Luck. Chatting and tidy. Need to keep busy. So, einen Auftrag haben wir. Der ist aber happig hier. Die Monster sind ziemlich stark. Ah. Da bleibt uns aber auch nicht viel übrig, muss ich sagen. Talakura. Farewell. So, hier irgendwo in diesem Gewühl ist unsere Truhe. Jetzt ist man hier. Wo ist er denn? So, hier ist natürlich auch wieder alles leer. Dann habe ich aber null anfangen. So, können wir nochmal mal Lebensfläschchen dazu nehmen und nochmal Mana-Fläschchen. Dann machen wir uns mal ein bisschen Rüstung da drauf und ein kleines Helmchen. So, dann sind wir nicht mal ganz so wehrlos. Auch wenn da nicht so wirklich viel ist. So, wie sehen wir jetzt aus? Ja, haben wir irgendwie. Ich sehe ja eine Kriegerprinzessin, die einen Kochtopf auf dem auf dem Birn hat. Ja, gut, sah schon mal besser aus. Also. Ja, gut. Besser als gar nichts. So, hier fliegt die Friedenstaube gerade weg. Schön. Tja. Mhm. I'll be here when you need me. What is valuable to you or I? Früher haben wir auch Missionen hier gekriegt, what? Aber. Back to it. So. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Chat in a tidy. Need a job? Diesen, dafür brauchen wir eine Sphäre, die haben wir nicht. Okay. Das ist blöd. Bye. Und bei dem kann man verkaufen. Happy hunting. Jo, okay. Hm. Dann haben wir nur den hier. Brutgelöbnis. Das ist aber echt hart schon auf Stufe 1. Haben die Gegner ziemlich viele gute Boosts. Uff. Ja,
immer mehr Anstieg der, Stufe. Hier mal ein bisschen mehr Zeit. Die kriegen wir ein bisschen mehr Erfahrung. Nehmen wir mal sie. Aber wir können noch einen Fertigkeitspunkt vergeben. Ist nämlich viel mit Magie verbunden hier, wenn man das so sieht. Das Geschick. Gehen unsere Werte aus. Oh. Ein bisschen Widerstand haben wir zumindest. Ja. Die kriegen wir 20 Geschick dazu. Hier machen wir mit unseren Pfeilen mehr Schaden. Versuchen wir das mal. Mal gucken. Mal sehen, ob es das bringt. Keine Ahnung. Den Charakter noch nie gespielt. Wir probieren es einfach mal aus. I hope I get to use my contraptions. Ja, du hast Probleme. Ich bin froh, wenn ich danach überhaupt noch was tragen kann. Hey, ich bin doch noch gar nicht fertig. Das fängt ja schon mal gut an. Wie die kennen jetzt da. Okay. Get them! Immer fies die Leute hier. Ich breche da nur bei ihnen ein und haben hier für ein Problem. A better plan would have avoided this. So. Puh. Plan doch selber. Ah, also normalerweise Gegenstand, da kann ich irgendwie anfangen. Okay, der Schaden ist schon ganz gut. Für ungeschützte Gegner reicht es. Someone must do the fighting now. Na, trifft ihn nicht. Jetzt. Ja, die ist halt leider im Kampf immer keine Hilfe. Dafür kann ich halt gut Dinge öffnen. Sonst noch irgendwas? Nee. Klopf, klopf. Mal sehen, was da rauskommt. Okay. Aua. Explodiert nichts. Interesting tactics. You're mine. Their strategy was incorrect. Ja, ein Angeber hier. My mana is gone. Ja, die können wir hier mal mitnehmen. Ah, eine Umwandlungssphäre. So, was haben wir hier? Ingenieurwesen. Oh, I've got just the contraption for this. Oh, okay.
Haben gerade mal eine Brücke gebaut. Und hier ist eine Truhe. Not good. Not good at all. Okay, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Kann man es auch nennen, ja? That'll fund a few inventions. Hey! Fiesling, was nenn ich jetzt her? That would only slow me down. Ja, geht ja nicht. Ist man so gewohnt. Ist ja Gedöns hier alles, ey. Ist nur Zauberstäbe und so einen Scheiß kriegt man hier unten. Naja, gut. Wo müssen wir hin? Not good at all. Their strategy was incorrect. We survived? Ja, ich bin auch überrascht. Der zaubert hier, der Sack. Elektrisches Gedöns hier. Gefällt mir aber gar nicht. Hier sind immer so Typen. Aua. Hier ist niemand. Hier ist keiner. Geh weg. Du hast dich verhört. Ja, ist die Speisekammer hier. Oh, hier jetzt her. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Dann gucken wir mal, was hier so gibt. Ich mach's nicht. Okay, die haben wir. Von hier. Oh, haben wir einen Auftrag bekommen. Bunker der Riesen. Oh je. Das klingt aber auch leicht. That would only slow me down. Oh, man kann Platz mehr für. Kann man irgendwas Gelump wegschmeißen, was nicht so viel wert ist? Ich glaube, das hier. Das hat zumindest. Ja. Schauen wir mal, was hier drin ist. Hardly a hurdle. Are you supposed to defend your engineer?
Ja. Was haben wir denn hier Schönes bekommen? Ach du Scheiße. Vandal ist drin. Ich könnte nie im Leben alles mitnehmen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Eisenpanzerhandschuhe kann ich auch gebrauchen. That would only slow me down. Haben wir hier magische Gegenstände, die wir vergessen können, das auch. Die bringen mehr als die magischen Sachen, wenn ich die verkaufe. Hier haben wir noch einen speziellen Eisenhelm. Vielleicht kann ich ja noch mal ein bisschen anderes. Ein magisches Lebensfläschchen, okay. Hübsche Schuhe kann ich auch mal gebrauchen. Eisenbeinschienen, die sind meistens immer sowas. Mit Stärke und so. Ich bräuchte aber immer was, wo man schneller mit laufen kann. Naja, aber wir haben jetzt hier nichts anderes. Ne? Nehmen wir das mal mit. Puh. So, ich hoffe mal, unser Hauptziel passt hier noch rein dann. Jetzt müssen wir noch was wegschmeißen. Oder wir sind eher vor tot. Kann ja auch, natürlich auch sein. So, mehr Loot können wir jetzt eh nicht mitnehmen. Hier ist noch jemand. Okay, den haben wir es gegeben. Haha. So. Not good. Not good at all. We survived? Ja, ich wundere mich auch. Wir haben es überlebt. Ja, Nugget, in der Küche sind wir ja eben schon gewesen, aber. Ich habe keine Pizza gesehen. So, wir müssen das Wappen von Izumi hier stehlen. Warum auch immer. Weiter geht's. Das ist Wappen von Izumi ist hier. Da müssen wir sehen, wie wir dann rauskommen. Ja, danke. Das ist ja richtig kurz. Oh Gott. Naja. Das geht in die Hose. Ich wollte es nur schon mal ankündigen. Jetzt hat er mal. Okay. Ich habe immer nur so Mitarbeiter, die ein bisschen eigen sind. Okay. Hier ist nichts an Loot. Das nehme ich nicht mit. Ist hier keiner mehr? Hallo, Wachen. Ich klaue eure Sachen. Da geht vorher noch ein bisschen mehr XP, ne? Weil, wenn ich hier auffliege, habe ich zumindest noch ein bisschen XP vorher noch mitgenommen. Okay, der ist weg. Ja, dauert noch, bis die aufsteigen. Jetzt haben wir 69,8 Schaden. Gut. Oder da lang. Ja, ist doof. So oder so, wir müssen hier einen langen Weg laufen. Und weg, 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 weg.
Nehmt die Beine in die Hand, Kinder. Ja, hätte die Tür wieder zugemacht. Oh, such awful racket. The jig's up. Ja, kommt schön alle nacheinander. So habe ich es am liebsten. Wie in den alten Kung Fu Filmen. Einer gehe ich nach dem anderen, alle schieben auch nur rum, gucken zu. Yes. So. Aua. My mana is gone. Dann sorgt ihr doch Neues. Was? Wie Zug im Keller hier oder was? Oh, der hört aber nicht auf, ey. Kommt ja nicht her. Haben wir alle gesessen bisher? Eine Mittagspause oder was? Ja, noch mehr, ey. Jetzt laufen wir auch noch hinterher. Hört ihr auf, einer Frau hinterher zu laufen, ihr Ferkel? Ich bin ein Mädchen. Naja, gut, mit Bogen und allem. Da ist aber ein fieser Typ dabei. Like clockwork. Mana ist weg, okay. Du kommst doch gar nicht durch hier, ey. Wie viel hier stehen? Seid ihr da alle wahnsinnig? Here comes a beating. No time to waste. Ah, Mist. So eine Sackgasse. Nee, dann muss er über die Brücke laufen, klar. Boah, ey, was ist denn hier los? So, jetzt aber. Halleluja. Fersengeld, Leute. Dies ist keine Flucht, dies ist ein taktischer Rückzug. So. Uff, geschafft. Alter, mein Mann, oh Mann. So, Isla 10 Punkte Erfahrung bekommen. Sehr schön für sie. Ja, schön für dich. Indeed. Oh. Jetzt macht ihr noch so Späßchen, Freunde. Froh, dass ich mit heiler Haut hier rausgekommen bin und noch einen Huhn und eine Krabbe dabei habe. Damit ich ein bisschen angesenkt aussehen. Uiuiui. So, was haben wir da Schönes gekriegt? Lebensfläschchen, erhöhte Wiederherstellung. Das ist schon mal gut. Dann kriegen wir ein bisschen schneller das Leben. Ja, ein normales Mana-Fläschchen. Habe ich jetzt nichts von. Dann haben wir einen Einsatz gekriegt. So viel Krempel hier. Ich kriege mit 12 die Stärke, Treffergenauigkeit, Leben und Blitzwiderstand. Das hat außerdem noch Rüstung 12. Blitzwiderstand, Treffergenauigkeit 78 ist hier mehr und kriegen noch Stärke. Stärke ist auch Leben. Dann 148. Dann nehmen wir den Helm. Den behalten wir schon mal. Jetzt haben wir hier für eine Rüstung. Kann ich was? Gut. Mehr Rüstung, ein Punkt. Aber haben, kriegen nochmal noch Stärke. Also auch nochmal Leben. Feuerwiderstand, Kältewiderstand. Ist auch nicht schlecht und reflektiert einen Schaden auf Nahkampfgegner. Gut, besser als gar nichts, aber ist besser als die Rüstung, die wir noch haben. So. Und wir sehen immer noch nicht hübscher aus. Na gut, immerhin. Sollen wir so Top-Fan mit tragen. Ja gut, geht ja auch nicht darum. So, die Handschuhe, sehen nicht schlecht aus. Rüstung 6, 11 zu Feuerwiderstand. Na gut, nehmen wir besser als gar nichts, wir haben ja nichts anderes. Feuerwiderstand ist demnach schon ein bisschen besser jetzt geworden, 27. Ja,
Besser als nix. Und die hasserfüllten Griffe. Hasserfüllte Griff, ja. Wir haben plus 11% erhöhte Rüstung. Okay, Kältewiderstand. Wir kriegen 3 Leben bei Tötung und 1 Mana bei Tötung. Das ist nicht so schlecht. Das ist besser als nix, weil bisher haben wir ja gar nichts, was uns Leben gibt, wenn wir treffen. Okay. Und wir haben ein bisschen Kältewiderstand und ein bisschen Rüstung. Ja, schadet nicht. So. Und dann haben wir hier einen Haufen Klumpatsch, den wir verkaufen können. Zwei Umwandlungssphären. Oh? Jo. So, das kannst du alles haben. Das auch. So, ich will nicht so viel von meinen Rollen hier verplempern. So, haben wir ja schon wieder was. Hold on, hold on. No. What are you after? Have some contracts if you need one. So. Sehr die Möglichkeiten, immer noch keine. Schade. Gut, dann müssen wir mit dem weitermachen, was wir da unten finden. Das sind natürlich immer nicht immer so die einfachsten Aufträge. Be here if you need me. Yes. Wo ist hier meine Truhe? Verdammt. Warum stehen die hier alle rum? Gott. Die haben doch alle Augenkrebs, die Leute hier. So. Dann haben wir hier schon mal wieder was. Ach nee, Moment. Das ist falsch. Dass sich das jedes Mal verstellt in jeder Liga, dass dann meine Währung ganz oben ist, ist das immer jedes Mal wieder unten. So. Wir haben zumindest eine Rolle nochmal wieder zurückgekriegt. Jetzt haben wir 30... Signen. Was sind denn die Mehrzahl von Signum? Signumme? Keine Ahnung. Ein paar kleine Sphären. Na ja, gut, wir könnten mal noch eine Mana-Sphäre mal magisch machen. Kriegen wir da ein bisschen was Besseres raus. Kommt ein bisschen schneller, okay. Gut, mehr können wir uns jetzt auch nicht leisten. Wir haben nicht so viel. Hier haben wir zumindest ein bisschen schneller und hier ein bisschen schneller. Dass das rüberkommt. Jo. So, jetzt haben wir sowieso ein bisschen Rüstung. Wir haben ein paar Handschuhe gekriegt. Wir haben jetzt ein paar ordentliche Latschen. Ja, sieht aus wie Winterstiefel, irgendwie, was die da hat, ne? Aber gut. Handschuhe haben wir auch. Okay. Ja, kleine Grundausstattung ist nicht hübsch, aber erstmal zweckmäßig. Wir können nicht alles haben. So, ihr zwei, ich hoffe, ihr seid auch zufrieden hier. Ihr habt natürlich wieder nur Hunger, ist klar. So. So, das war's dann hier bei unserem Heist-Event. Das hat da wieder gefangen. Oh, Jesus, Maria. Ja. Dann lass dir das nicht von Nugget klauen. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und mal sehen, was wir noch weiter hier unten so treiben. Mit unseren zwei Galgenvögeln hier. Im Heist-Wettbewerb 10 Tage lang. Einbruchsdiebstahl ohne Ende. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Und lasst euch nicht erwischen.